So, hallo und herzlich willkommen. Panzer Action, die dritte. Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Boah. Ganz ruhig. Ich bin nicht sicher, der Hubschrauber ist da hinten irgendwo beschäftigt. So, irgendwo da hinten ist die Abwehr. Also das ist ein Grafikbug. Damit haben sie nicht gerechnet. Tarnfeld aktiviert. So, hier haben wir einen Container oder sowas. Energie kritisch. Ich guck mal, ob wir hier Munition finden. Nicht. Gut, hier ist nichts. Ins Panzerdepot müssen wir. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So. Hier sind auch wieder viele. Hier müssen wir jetzt auch wieder langsam vorgehen. Vorwärts, Marines! Westliche Talseite! Ich gebe euch Feuerschutz! Vorwärts! Ihr habt gehört! Vorwärts! Hey, wo gehen wir? Ja, machen wir. Bin ja schon da. Energiekritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, aufladen. Den Rest wieder an Muni hier mitnehmen. So, die kämpfen da vorne. Und ich schleiche mich hier hinten hin. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Mhm. Oh nein, Minen. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Eieieiei. Das ging ja jetzt. Hui. So weit hier hinten werden die keine Minen haben, denke ich mal. Tarnfeld aktiviert. Und hier vorne, hier sind auch Schilder. Vorsicht, Minen. Ganz viele Minen.
maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Gott, ich bin so schlecht. Moment, wir gehen voraus. Wir rücken durch das Tal zum Minenkomplex vor. Okay. Idaho Command, hier ist ein mächtiger Riss im Boden. Fordern Sie im Hafen Räumfahrzeuge ein, sonst kommen Sie hier nicht weiter. Verstanden, Moment. Sie sind bis auf Weiteres auf sich gestellt. Verstanden. Aber, was ein Riss dort. Da hat aber einer fahren lassen. Nee, das ist ja... Boah. Alter. Ach, ist das nicht davon, wo hier was runtergestürzt ist? Das kann gut hier... gut sein. Alles kaputt. Maximale Panzerung. Ja, Mission erfüllt. Oh. Unsere Alien-Freunde lassen sich auch nicht mehr blicken, kann das sein? Oh. Meine Güte. Wie viel Uhr haben wir schon? 3 Uhr. Es zieht sich ein bisschen zu. Moment, ich muss mal kurz, weil ich habe nämlich hier Garten und so und ich habe alles noch draußen. Und falls hier ein Gewitter oder so untergeht, ich muss mal kurz Wetterradar gucken. Na komm, mach schneller. Oh, kann ich auch mal was trinken, mal kurze Pause machen. Man muss bedenken, ich nehme so schon insgesamt seit 4 Stunden auf. Das ist unglaublich anstrengend. Oh, mir tun die Ohren so weh, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh. Habe ich die echt so scheiße aufgesetzt diesmal? Na komm, WLAN, mach hin. Das braucht ja ewig heute. Was ist denn da los? Ich freue mich schon aufs Rendern. Oh, tatsächlich, da kommt was. Oh ja, da kommt aber richtig was. Das ist schon da. Oh je, gut, da muss ich mal gucken. Machen wir mal weiter. Nomad, hören Sie mich! Ich kann Ihnen die versprochene Luftunterstützung erst schicken, wenn wir eine Landezone gesichert haben. Wir haben in der Nähe der Raffinerie ein geeignetes Gebiet identifiziert. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten. Sichern Sie die Landezone und wir schicken die Kavallerie. Verstanden, Major. Was Neues von den Geiseln? Negativ. Ich gebe Ihnen Bescheid. Alter. Boah. Was war das? Maximale Panzerung. Alter, ich bin jetzt ein bisschen zusammengezuckt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt immer noch nichts Neues über General Kirks exakte Panzerung. Position. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten.
Koordinaten eines Bürogebäudes innerhalb des Lagers der KVA. Suchen Sie im Gebäude Informationen. Finden Sie raus, wo Sie die Geiseln festhalten. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Was für eine gigantische Explosion war das denn eben? Energie kritisch. Maximale Panzerung. Nicht vergessen, wir machen ja nur die primären Sachen. Ein Zug. Tarnfeld aktiviert. Wieder im Stealth-Mode. Maximale Panzerung. Kann man nicht super schleichen, das ist super. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich bin wieder so still, ich muss mich wieder so richtig konzentrieren. Maximale Panzerung. Boah, Glück gehabt. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Was ist das? What the fuck? Maximale Panzerung. Ich sehe ihn. Maximale Panzerung. 6 Scharfschütze. Gut, ich glaube. Nein! Hier müssen wir wieder ein bisschen fighten. Nomad, hören Sie mich. Ich kann Ihnen die versprochene Luftunterstützung erst schicken, wenn wir eine Landezone gesichert haben. Macht das Wetter ein bisschen Sorgen. Wir haben in der Nähe der Raffinerie ein geeignetes Gebiet identifiziert. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten. Sichern Sie die Landezone und wir schicken die Kavallerie. Verstanden, Major. Was Neues von den Geistern? Es gibt immer noch nichts Neues über General Kirks exakte Position. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten eines Bürogebäudes innerhalb des Lagers der KVA. Suchen Sie im Gebäude Informationen. Finden Sie raus, wo Sie die Geiseln festhalten. Maximale Panzerung. Ich glaube, ich mache doch hier mal kein Rambazamba. Ich versuch's nochmal. Weil danach will ich dann mal die Aufnahme beenden. Mir macht das Wetter echt gerade ein bisschen Sorgen. Laut Wetterradar ist bei mir alles rot im Himmel. Also gefährlich. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Wie oft ich das Tarnfeld hier benutze, ist der Wahnsinn. Maximale Panzerung.
Warnfeld aktiviert. Glück gehabt. Maximale Panzerung. Was ist das? Warnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Okay. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Gut, da sind irgend so Typen, die gefallen mir nicht ganz. Ich weiß nicht wieso, die sind mir irgendwie unsympathisch. Tarnfeld aktiviert. Ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Hier wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Das ist unsere einzige Chance. Sichern Sie das Gebiet, dann schicke ich meine Vögel. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Was ist das? Maximale Panzerung. Da drüben! Scheiß Idee. Ich bin geliefert. Scheiße. Ah, naja, gut. Ich mache dann mal eine ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Hier Aufnahmepause. Wollen Sie wirklich hier landen? Das ist unsere einzige Chance. Mach mal eine Aufnahmepause. Gleich mal speichern. Mit dem Name LP Speicher. So. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich gucke jetzt erstmal, was das Wetter macht. Und ich sehe gerade, ich habe heute 50 GB wieder aufgenommen. Boah. Aber ich mache auch jetzt eine Pause. Ich kann nicht mehr.